So, liebe Zuschauer, weiter geht's hier mit dem zweiten Match des heutigen Abends. Viel Spaß! So, und da sind wir wieder. Währenddessen der Timer läuft, hole ich mir mal fix was zu trinken. Bis gleich. History. Ja, oben links ist schon mal Installateur. Ich glaube, in den Russen hat er gestartet. Und rechts unten ist Master Kane mit So, Alliierten. entschuldigt, jetzt bin ich wieder da. Bibi. Genau, für die Leute, die mal fragen, in Blau Master Kane, in Rot der Installateur. So. Ich plündere während. Passend für die Spezialfarben, wie es eigentlich vom Spiel vorgesehen ist. Richtig, und ich habe den Timer wieder vergessen. Oh. Merkst, wenn einmal der Wurm drin ist, dann ist vorbei. Er zieht sich durch, ja. Egal. Wir lassen einfach nachher ein bisschen länger laufen. Sollte es zum Unentschieden kommen. So, ist der Chat denn da? Hallo, lieber Chat. Seid ihr da? Obwohl den der Cutter tippt. Cutter hat getippt. So, da kommen schon ein paar Pluszeichen. Ja, Moinsen. Nein. Ja gut, Mars, wenn du nicht da bist, dann musst du nochmal F5 drücken. So, und der Kane geht auf Infanterie. Möchte hier Und erstmal. zwei Rafts hat er. Ja, und zwei Raffs, aber die braucht er auch. Wobei er sich vielleicht lieber hätte nach links bauen sollen und da die zweite setzen müssen. Ja, das ist halt immer so eine Sache hier. So wie Installateur hier oben. Der hat einen Sammler Ah, zu der geht auf stehen. ihn. Installateur. Was ich mit dem Sammler. Wahrscheinlich hat er den angeklickt zum Sammeln und hat genau in diesem Moment ge geklickt, dass er kurz davor ist und bleibt da stehen. Boah, das ist ja böse. Ja, das hatten wir letztens schon mal bei irgendjemandem, ich glaube. Ah, jetzt war er wieder. Ja. Ich weiß gar nicht, wer das letztens war. Aber das war in einem Livestream letztens schon mal gewesen. Ja, aber ich denke mal, dass jetzt Installateur auf jeden Fall auf Bauhof geht. Ja, muss er. Er muss in die Mitte kommen. Also er muss hier was gucken, dass er hier irgendwo zwischen geht, dass er hier sich die Erzfelder sichern kann. Jetzt das aufgebaute mittlerem Erzfeld, das ganz groß in der Mitte zwischen den zwei Seen und dann auf der rechten Seite gleich hier Präsenz zeigen, da aufbauen. Ja, genau so. Hamster schreibt erst im Urlaub, also nicht da. Alu, alle haben sie wegen dir Geld verloren. Alle. Heißt nur, beim nächsten Mal wird's besser. So, hier räumen nach hinten Infanterie und da ist der Bauhof. Master Kane hat noch keine Werkstatt. Ne, der ist schon ein bisschen hinterher noch, ja. Hat aber dafür drei Sammler und jetzt hier rechts, hier links die dritte Raff. Der Installateur hat aber auch drei Sammler und zwei Raffs jetzt schon, also. Einkommen ist da. Das hat er ja eben gesagt. Er mag ja solche Karten hier, die er spielen kann. Du musst halt hier wirklich ganz schnell expandieren, weil wie gesagt, die beiden Felder hier am Anfang, die sind halt
Ah, es gibt ja halt nicht so viel, ne? Kriegt man spätestens nach 15 Minuten ist das Zeugs weg, da am Anfang. Guck, wer Kane hat einen Bauhof gebaut, dann wird er die Werkstatt schon gehabt haben. Oh ja. Aber wir sehen, du bist ein Pathfinding-Problem. Er hat hier so ein bisschen. Ja. Ja, ein bisschen Problem hat er gehabt. Installateur fährt auch weiter. Mhm. Aber er hat zwei Bauhöfe. Ja. Ja, entweder geht er jetzt nach ganz rechts oder er setzt sich auf der anderen Seite noch mal hin. Aber ich denke mal, der Kane wird direkt in die Mitte gehen. Ja, aber ich hätte jetzt auch gesagt, mit einem musst du in die Mitte gehen. Gerade da runter, zum mittleren Erzfeld. Mhm. Ja, okay, macht es schlau hier genau zwischen die Beine. Bin mal gespannt, ob er sich da jetzt hinsetzt. Oh, er setzt sich sogar ans obere Ende. Er hat so viel Ärzte, Installateur. Er reagiert gar nicht. Was ist da los? Ja. 6000, er baut auch nichts. Nee, irgendwas ist jetzt. Der MBF fährt noch nach rechts. Ja, aber er baut gar nichts mehr. Nee. Produziert. Willst du mal, also irgendwas stimmt. Willst du mal runtergehen, fragen? Ich geh mal runter. Ah, ich sehe es jetzt schon. Installateur hat's rausgehauen aus dem Discord. Ne? Ah. Discord. Ja, nee, dann wird wahrscheinlich irgendwas sein. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Marc, bist du noch hier? Nee, Marc ist weg. Ich zieh mal Kane hoch, weil Installateur ist rausgeflogen. Ja, jetzt ist auch das Match abgeschlossen. Hallöchen. Hallo. Hallöchen. Was ist denn da los? Keine Ahnung, war immer perma mit der Rukla und so, alles war noch gut, wir haben nur unterhalten. Auf einmal war da weg. Und hast du ihn verärgert, den Installateur? Klar, ich habe ihn eingeschüchtert. Ja, okay. Merk schon. Der ist wieder da, der ist gerade in Laber-Ecke. Ja, ich kann ihn aber nicht ziehen. Hallo? Hallo. Also bei mir wurde, keine Ahnung, bei mir wurde der Bildschirm schwarz, beide gingen aus und der Lüfter drehte hoch vom Rechner und ja, dann ging gar nichts mehr. Oh, hast du ein technisches Problem? Keine Ahnung, er stand auf einmal, zeigte mir 70 Grad die ganze Zeit an und die Lüfter drehten hoch und touch nichts mehr. Die, okay. 70 Grad ist ein bisschen viel, da funktioniert irgendwas nicht. Ja, jetzt läuft alles wieder normal, jetzt habe ich ja 32. Jo, und ich probiere es einfach noch. Probieren wir es einfach nochmal. Das hatte ich noch nie. Ich hatte doch kein Update oder so, was im Hintergrund. Normal das. Schon öfters so ein Problem gehabt? Ne, das erste Mal. Beim ersten Mal. Beide Bildschirme gingen aus. Und du sagst, ich hab dich noch gehört, du sagst, boah, was ist das denn für ein Ruckler? Und zack, war ich weg. Ja, das war ein paar Mal Ruckler und dann warst du war mal ganz weg. Hm. Ja. Nicht so gut. Wir haben es gesehen, bei dir hast du 6000 Credits gehabt. Ja, und dann war Feierabend, ja. Dann ist nichts mehr passiert. Ja, machen wir nochmal. Ja, wenn wir die Zeit haben. Ja, klar. Zeit nehmen wir uns. Hups, was falsche. Technik ein. Vor allem jetzt passt es wieder mit dem Timer, Chris. Jetzt kannst du ihn wieder setzen. Ja, jetzt ist er wieder pünktlich. Hast du vergessen? Ja. Na, eine Minute oder so. Diesmal, das hat irgendwie eine Fehlermeldung verursacht, jetzt muss man neu starten. Ja. Das war der Fehler. So, liebe Mods, bitte mal die Wetten einmal zurücksetzen. Ich mach schon mal einen Raum auf. Mhm.
ist. Oder was ist ein Steam-Fehler? Weil ich muss mir das Spiel gerade neu runterladen. Was? Jetzt hat das Spiel wieder runtergeladen. Das kann nicht rein. Was für Grafikkarte hast du drin? Bitte? 4090. Alter, was hast du denn für eine Maschine? Viel zu teuer. Ich dachte, ich bin mit meiner 4080 schon gut dabei, aber dann kommst du um die Ecke. Ja, 4090. Ja. Ich brauch das für CNC. Ich brauch das. Ja, dann hast du mit Kühlung? Bei CNC? Ich brauch das für CNC. Aber das siehst du selbst, CNC langt nicht, oder wie heißt die, 4090 langt nicht für CNC. Ist zu anspruchsvoll. Ach egal, der Monitor captured das sowieso auf 244 Hertz. Mehr gibt die sowieso nicht raus. So, dann würde ich mal sagen, wenn ihr soweit seid, starten wir das Ganze einfach mal von vorne, aber die richtige Karte muss noch rein. Achso. Außerdem heißt es doch immer, haben ist besser wie brauchen. Genau. Der Meinung bin ich auch. Deswegen habe ich ja auch das so gekauft, wie ich es habe. Außerdem für Lampenforo 2 brauche ich wieder mehr Ressourcen. Da kannst du dreimal das Spiel starten. Ich sagte ja vom Computerladen auch, da sagst du, du brauchst das nicht. Sag ich möchte. Per, ich bezahle. Nimm mein Geld. Ja. Die Karte ist aber noch hier, Master Kane. Ja, ich suche die. CCLP Bergfest. Genau, einfach CCLP Bergfest suchen. Die habe ich auch heruntergeladen, aber die ist nicht auf der Liste. Vielleicht hat er gerade alles gelöscht von uns. Ja, genau. Ich muss das Spiel gerade runterladen, ne? Das hat der jetzt ruckzuck, zack, zack, die Prozentzustand wird heruntergeladen. Naja, wer weiß, was da los war. Vielleicht doch mal nochmal eine Überprüfung, weil dein Rechner halt so abrupt... Vielleicht käme da so ein Update rein von Windows. So, Startkapital ist alles drin, jo. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr starten. Bergfest ist drin, passt. Ja. Okay, dann let's go. Hab ich ja richtig alles eingestellt, ja. Mhm. Ich hoffe, gut. Alles vernichten. Das stell ich mal schon zurück, wenn Update war von CNC. Ja, letzten Wochen und so habe ich letzte Zeit Internetprobleme gehabt. Mhm. Hat immer mal mein Stream versaut. So, wir sind dran. Alles klar. Dann viel Spaß euch und bis gleich. Gleich. So, liebe Zuschauer, weiter geht's hier mit dem zweiten Match des Abends. Viel Spaß. So ein bisschen ist heute der Wurm echt drin, Marc. Also egal. Ja, irgendwie, egal was ist. Ja, ich denk an den Timer, gell? Der läuft schon. Perfekt. Ich erwähne es lieber nochmal. Hab gerade schon wieder gezuckt und dachte so, ach scheiße. Passt schon. Oh, andere Startplätze auf jeden Fall. Ich sehe es noch nicht. Jetzt, oh! So haben wir es noch nicht gehabt, oder? Doch, wir hatten das schon mal. Ja, das kann natürlich für Installateur zum Vor- und zum Nachteil werden. Ja, der Weg zur Mitte ist jetzt kürzer und kann sich aber nach oben und nach unten dementsprechend ausbreiten und kann da dicht machen. Ich finde sogar, der Platz vom Installateur ist jetzt viel besser. Mhm. Bin mal gespannt, ob er es realisiert hat, wo ich. Weil jetzt hat er noch gar keine Einheiten, gar nichts. Das hat er vorhin auch nicht gehabt. Kam auch erst nach der Raffinerie. Oh, liebe Zuschauer, nochmal Werbung in eigener Sache. Wir haben jetzt einen Partnerkanal, der nennt sich Katastrophe LP TV.
Dort wird nicht nur der Cutter-Stream, sondern auch der Deri und auch meine Wenigkeit. Dort werden alle Streams stattfinden, die wir sonst mal hier gezeigt haben, wie zum Beispiel ich mit meinem Last of Us, Deri mit Anno, Cutter mit Anno, und das wird in Zukunft alles dort übertragen, denn der Hauptkanal Katastrophe LP wird nur für Command Conquer Liga-Spiele, Events und so bleiben. Alles andere wird in Zukunft auf unserem Partnerkanal stattfinden. Genau, ohne LP, nämlich TV. Der Nola hat es auch noch mal in den Chat reingehauen. Not found, danke für den Resub im zweiten Monat. Ist jetzt noch bei uns im Shop, gibt es noch die TV-Zeitschrift, damit man das aktuelle Programm sehen kann. Ja, ja. Katastrophe TV, jetzt in jedem Kiosk. Ja. Oh, gleiche Taktik bei beiden. Na, guck mal da. Da ist der Katastrophe TV ist sogar im Kanal drin hier. Er chattet sogar. Bei Martha kenne ich eine Kiste. Die müsste er noch einsammeln. Ja, schon gesehen. Hat aber bisher noch nicht darauf reagiert und beide gehen wieder zum Erkunden los. Cutter, TV Cutter ist die neue TV 14. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Und ich bin auch gespannt auf das weitere Programm heute, denn wir haben noch ein bisschen was vor heute hier. Wir haben nicht nur Ligaspiele, sondern wir haben auch noch ein X-Mess Special, so nenne ich es mal. Und ja. So, Installateur hat auf jeden Fall einen Bauhof schon draußen. Ja. Dann wird er direkt in die Mitte fahren. Das ist das Beste, was machen kann. Ja. So. Chris, musst du eigentlich nochmal diese Karte hier spielen? Mal irgendwann? Bestimmt. Also in der Champions League, ja. Da bin ich ja auch, aber die Champions League habe ich noch nicht gestartet, weil ich erst mich um meine Hinrunde in der Liga kümmern muss. Ja, und da geht der Installateur mal ein bisschen erkunden und hat hier. Hat er jetzt in der Mitte jetzt diesen Bauhof gesetzt? Wenn das schick macht, baut er da eine RAF und dann gleich weiter hoch zum oberen Erzfeld. Und dann ist es richtig übel. Was aber erstaunlich ist, Master Kane hat Geld. Man hat unheimlich viel Geld. Frage mich derzeit, wann der Bauhof kommt. 5 Erzsammler hat er auf jeden Fall. Ja, also Erzsammler hat er ordentlich und die sammeln auch. Das Problem ist, sobald das Erz hier weg ist, muss er schnell expandieren. Und ich habe bisher noch nicht gesehen, ob er jetzt schon mal einen Bauhof draußen hat oder nicht. Von Installateur fahren beide Bauhöfe jetzt gerade. Einer fährt nach unten, der andere wird wahrscheinlich nach oben fahren. Oder gegenüber. Ich denke mal gegenüber, genau. Ja, gegenüber, ja. Um da die Waffenfabrik zu setzen. Da wird wahrscheinlich auch bald da die Tesla-Spule rauskommen für die Tesla-Trooper. Bauhof von Kane ist draußen. Bewegt sich jetzt. Ja, er muss ihn aber jetzt clever einsetzen. Eigentlich wäre jetzt ratsam, jetzt hier rüber zu gehen. Und auch nach links. Oder beziehungsweise hier auch nach unten. Ja, ansonsten wird das hier für ihn jetzt ein Problem, weil Installateur blockiert jetzt hier unten den Weg. Und ich weiß nicht, wo Master Kane mit. Ach, da will er hin. Ja, er will zum mittleren Erzfeld, das will er nicht schnappen. Ja, Installateur hat hier schon die ersten Panzer
Währenddessen beim Master Kane ja nur kleine Panzer kommen. Ich bin gespannt. Bisher ist aber der Kane immer noch der mit den besseren Ressourcen. Und so wie das hier aussieht, geht er auf diese Rush-Strategie mit den kleinen Panzer. Ja, so sieht's aus. Aber Installateur hat aber auch schon Panzer fast direkt in der Base von Kane. Ja, hier rechts, da muss er aufpassen. Ja. Und die lange aus, um locker mal den Bauhof schnell wegzuballern. Das ist richtig, aber er kann mit den kleinen Panzer halt hier eine ganze Menge Schaden anrichten. Weil er einfach hier reinfahren kann. Gerade bei den Torwärts ist das Radar ja wirklich das Wichtigste. Und das macht er gut. Die Frage ist halt, wie weit ist das Tech-Zentrum, ob er das hier rechts unten rechtzeitig sieht. Weil theoretisch braucht er hier nur... Jetzt kommt das Geld auch rein, guck mal, beim Installateur läuft jetzt auch die Klasse. Weil theoretisch braucht er hier nur Türme zu bauen. Und ja. Aber das Tech-Zentrum kam auch ziemlich spät, das hat er erst gerade eben gebaut. So lang geht's nicht. Ja. Also da sah das Spiel vorher anders aus. Ja, jetzt hat nämlich Kane die Geldprobleme, guck das an. Ja. Und ja, gut, links so waren noch drei schwere Panzer von Installateur. Ich denke mal, er wird den Bauhof jetzt gleich abfangen. So. Ja, das Ding ist halt auch, wir konnten eben ja nicht so weit spielen, dass wir hätten sehen können, wie weit das Ganze gelaufen wäre. Ne? Ja, das stimmt dann auch. Natürlich hatte Kane da hier in der Mitte schon die bessere Position. Aber ins Installateur sah jetzt auch nicht so schlecht aus mit seinen Bauhöfen. Nur halt, er konnte sie halt nicht mehr stellen, weil. Ja. Aber ich denke mal, so wie das aussieht, wird das hier gleich die Strategie mit den kleinen Panzern und ja, hier ist alles frei. Ja, das könnte sein. Genau, der Insta hat gerade einen Haufen Felder beschlagen. Er hat hier unten, er hat hier links unten, er hat hier das noch. Macht er clever nur noch mit einem Sammler. Das ist genauso. Hier ist er halt mit vier Sammlern. Gut, ist vielleicht ein bisschen viel. Aber ist ein großes Erdfeld. Ja, aber das ist trotzdem sehr schnell abgeerntet. Und wie gesagt, ich denke mal, der Kane wird hier gleich rausgenommen. Ja, weil er halt in der Hauptbase gar keine Dev steht. Also, das sieht echt nicht gut aus. Also, ich finde, mit den paar Panzern wird er reinfahren. Oh, jetzt wird ein Sammler gleich auf Gelb geschossen, da muss er aufpassen. Ja. Ah, perfekt, er reagiert. So, für uns ist jetzt die rum, für die Spieler natürlich auch, aber wir haben ja ein Delay. Und daher sehen wir das in der Wiederholung hier oder beim Zuschauen erst eine halbe Minute später. Aber die Bomben müssen gleich hochgehen. Ja, da sind sie auch schon. Also panzertechnische Hoheit hat trotzdem Installateur. Ja. Mittlerweile. Aber die kleinen Panzer, ich hätte mal gesagt, so Gewichtung, zwei leichte Panzer, ein schwerer. Ja, und jetzt will er hier rechts rein. Aber er reagiert mit den kleinen Panzern und da kommt direkt von unten. Ja, das ist nicht gut. Also da ist auf jeden Fall ordentlich Action. Ja. Und jetzt bekommt Kane erst die Sicht. Ja. Bauhof ist weg. Ja. Ja, es dauert zu lange. Ja, aber das hat er jetzt genau richtig gemacht. Guck mal, links ist alles gleich weg. Ja. Aber gut, dafür sind wir hier auch in der Champions League.
Naja, ist jetzt die Frage, wie schneller ist er mit dem Verteidigen, weil... Bin der Meinung, das müsste er noch halten können. Müsste halten. Aber rechts kommt halt schon wieder was, ja. Ja, und die Geldzufuhr ist jetzt halt gleich kaputt. Ja, mindestens drei Sammler sind schon kaputt. Ja, gut, das stört ihm jetzt hier wenig. Ja, er muss ihn jetzt richtig gut beschäftigen, ne? Dass der Kane hier nicht mehr zur Ruhe kommt. Und das Problem bei Kane ist, und das haben wir auch schon in anderen Spielen gesehen, er zieht immer alles hin und her. Ja. Er müsste halt mal so eine kleine Truppe auf einem Fleck lassen. Ja. Macht er halt nicht. Und und jetzt fährt er sie wieder weg. Gehen sie alle wieder nach links. Von unten kommen dann wieder neue. Ja, ja, hier kommen schon wieder die nächsten. Ja, jetzt hat er genau noch eine Raff, wo richtig effektiv ist. Alle anderen sind ganz links, ja. Er könnte aber theoretisch auch deine zweite Raff hinbauen. Könnte er machen. Er sieht ja jetzt, dass da noch ein Sammler arbeitet. Mit seinem Mettle, dass da noch schießt. Aber ich glaube, so, so vom Gefühl her schwitzt Kane ganz schön. Ja, ja. Von den rechts kommen jetzt eine ganze Menge Tesla-Trooper mit. Und er muss sich da jetzt ein bisschen besser organisieren, ja. Er kriegt's. Und der fährt wieder nach rechts. Er fährt wieder mit allen Einheiten rüber. Aber das wird ein Gemetzel, wenn guckt er die Tesla Trooper an, wie viele das sind. Naja, die Panzer sind gerade nicht sein größtes Problem, sondern die Tesla Trooper. Ja. Genau, ein paar Bunkertürme fehlen. Aber wie gesagt, das ist halt echt schwierig zu verteidigen, ne? Ja. Vor allem links ist ja jetzt auch wieder eine Übermacht. Ja. Das sind jetzt auch schon wieder 4 Panzer, 4 Tesla-Trooper, 6 Tesla-Trooper. Ja. Ja, das kriegt er nicht mehr gehalten. Das ist zu viel. Ich sag mal, der Kane hat. Hat ja auch es rumgelaufen, hat geguckt, aber hätte ich jetzt nicht erwartet. Nee, ich auch nicht. Wie gesagt, wo wir jetzt eben gestartet haben, beim ersten Mal sah das anders aus. Da war Kane auch anders unterwegs. Aber jetzt, ja. Der Vorteil bei Kane ist ja, er kann jetzt hier wegfahren. Hinten links wird halt fleißig gesammelt, obwohl da eine Infanterie steht. Die sieht das. Hallo, Jules Stark. Willkommen.
Naja, und hier ist hinterher den Bauhof, aber ja, jetzt holt er sich den. Jetzt holt er sich den. Aber links hat er noch mal ein bisschen aufgebaut. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ja, jetzt hat er verkauft. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ja auch ein bisschen Sorge, gegen den Installateur mal zu spielen. Ja, du musst echt auf Zack sein. Ja. So, die Hauptbase ist weg. Aber mich hat doch interessiert, wie das erste Spiel ausgegangen wäre. Aber gut, kann man nun mal nicht ändern. Durchs halt. Jo. Genau, es fehlt nur noch die Rache. Jetzt verteilt da auch noch ein paar Truppen. Auch sehr interessant. Direkt hinterm Baum. Also Senna und wirst du wahrscheinlich nicht sehen, Marc und ich sind in der Streaming-Studio. Die anderen weiß ich nicht, ob die in der Live-Laber-Ecke sind, aber ja. So. Ja, hinterm Baum versteckt. Aha. Also ich sehe jetzt nur noch eine versteckte Einheit. Ich sehe auch nur eine. Und der fährt weg. Und die ist aber auch ein bisschen clever versteckt, weil da direkt Wasser daneben ist. Da fällt dieser blaue Punkt. Ne, echt nicht auf. Ne. Auf der Karte fällt er nicht auf. Hm. Aber da kommt was von oben. Oh, jetzt bewegt er sich. Och nö. Ja, er hat ihn gesehen. Jetzt ist er gesehen worden. Jetzt rennen sie um See rum. Oh, doch nicht. Oh, ein Stück weiter rechts noch. Du musst... der Kopf guckt raus ein bisschen. Was war das hier eben? Ja, jetzt muss natürlich der Installateur schauen, dass er die Einheit hier noch kriegt. Ich gucke gerade, ob er noch irgendwo was versteckt hat. Ah, jetzt schießt er. Jetzt. Ja, jetzt hat sie. Jetzt rennen sie wieder um den See. Oh, da hat er geschossen. Also, Match beendet. Hol sie mal hoch, beide. Ja. Oh, aus. Hallo, ihr beiden. Gefechtsführung beendet. Ja, das war ja ein schnelles Match. No. Hatten eigentlich gedacht. Ständig gelaggt. Plus sei dann Riesenarmee. Ich habe Geldprobleme. Irgendwie komisch heute. Ja. Nee, also nachdem wir das vorhin das erste Match gesehen haben, wo was abgebrochen ist, dachte ich, dass das das wird sehr ausgeglichen. Aber jetzt hat doch der Installateur gezeigt, wenn er keine Hitzeprobleme hat, dass er richtig reinhaut. Ja, ich hatte kurz mal so nach so 11 Minuten hatte ich mal eine Minute lang 1000er Ping, da hat es auch bei mir sehr geruckelt. Ja. Ich habe ständig permanent gelaggt. Ich hatte nur einmal die Internetprobleme halt. Ja. Okay. Aber wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, müsst ihr immer im Match Bescheid sagen, dass irgendwas ist, weil ansonsten können wir das am Ende halt, wird das halt gewertet. Deswegen ja, also ich wurde ja nicht gekickt, so das war mir wichtig, dass ich nicht gekickt werde aus von. Deswegen habe ich mit dem Handy parallel mal kurz einen Speedtest gemacht, da hatte ich gesehen, 1000er Ping, dann ist er runtergedroppt auf 100, dann wieder auf 20, dann wieder auf 1000. Und danach hat ich das wieder gefangen, danach habe ich wieder meine. Gemerkt, das mal irgendwie gelaggt. Aber wir fanden jetzt gar nicht, dass vielleicht das eure Probleme war oder Kane sein, sondern bei Kane war so mehr das Ding. Und das hat der Installateur mit dir ganz clever gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass du ständig deine Einheiten als Masse hin und her schickst. Und das hat ihm immer wieder auf einer Seite den Weg eröffnet, in deine Base reinzufahren
um Sachen zu zerstören. Also meine Taktik ist auch, wenn ich sehe, wenn Alliierter spielt ja oft einen leichten Panzerrush am Anfang. Deswegen stelle ich schon ein paar Truppen immer kurz vor die Basis in zwei, drei Positionen, dass die leichten Panzer erstmal nicht zu mir rüberkommen. Ja. Hat auf jeden Fall gut geklappt, also so richtig zum Angriff ist schon nicht Jo. gekommen, Nee, fast. das hat es nicht geschafft. Und konntest Wollte mein dann. Land gleich die Panzer durchwaschen, aber ich habe nie die Masse nicht gesehen. Der Schatten war noch nicht ganz. Ja, das haben wir uns fast gedacht, weil eigentlich warst du so weit, dass du hättest mit den kleinen Panzern dann runterfahren können und dann auf einmal, ja. Ja, aber die meisten trauen sich Ja. halt nicht, wenn die jetzt schon 15 Panzer vor der Base stehen haben an zwei verschiedenen Eingängen. Da trauen die meisten sich halt nicht rauszurushen. Also ich mach das, frag mal Buddy. Ja, aber dann wird deine Base halt genommen, ne? So, und ich hatte halt Ja, noch ein paar Teslas. wir haben uns gegenseitig die Base genommen. Sein Vorteil war oder sein Glück, ich habe seine letzte Base zu spät gefunden. I believe I'm falling asleep.